So, herzlich willkommen bei Chaos AI zu einem neuen Let's Play A New Beginning Final Cut, ein Adventure oder ein, ja, ist das ein Point-and-Click-Adventure von Daedalic. Ich hatte mich ein bisschen in Deponia verliebt, fand das super toll, fand es aber dann blöd, das irgendwie nochmal zu Let's Playen, weil wenn man es selbst einmal durchgespielt hat, sind die Rätsel ja nur noch halb so spannend und das bringe ich dann auch leider nicht gut rüber, denke ich. Deswegen probieren wir lieber hier ein neues Spiel. Wie gesagt, es heißt A New Beginning Final Cut und wir starten einfach mal direkt rein, würde ich sagen. Ich habe die erste Szene schon mal ein bisschen angespielt, um zu gucken, ob es was für mich ist. Hast du die Uhr im Blick, Gefreiter? 300 Sekunden und kein Spielraum. Und vergiss nicht, schau niemals direkt in die Sonne. Bist du bereit? Was? Noch 280 Sekunden. Verdammt! Mein Messgerät scheint defekt zu sein. Nein, ich fürchte, es ist vollkommen in Ordnung. Nur noch 240 Sekunden. Wir haben gerade Nachricht von Antarktika, Machu Picchu und Ostozeanien erhalten. Die Messungen ihrer Windscouts stimmen mit den unseren überein. Wir rechnen mit einer Sonneneruption innerhalb der nächsten 2 Wochen, vergleichbar mit der Oswald-Eruption von 2113. Wir wissen alle, dass das Erdmagnetfeld nicht mehr in der Lage ist, uns vor einer Eruption diesen Ausmaßes zu schützen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Es ist noch nicht zu spät, Quaddy. Wir haben immer noch eine Chance. Was ist mit dem Phoenix-Plan? Wir könnten entkommen. Der Phoenix-Plan ist kein Evakuierungsplan, Hardy. Im Gegenteil. Doch Salvador hat recht. Eine Manipulation ist unsere letzte Chance. Wovon reden die? Ist die Sicherheit unserer Piloten inzwischen gewährleistet? Nigel, in 2 Wochen erwartet alles Leben auf der Erde der sichere Tod. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Es wird Zeit, dass wir endlich den letzten Schritt wagen. Den Schritt zurück. In die Vergangenheit. Und damit starten wir direkt ins Spiel. Ich finde diese Art des Spiels, diese Art der Story-Erzählung in diesen Comic-Streifen schon irgendwie eine ziemlich coole Sache, hat mir gut gefallen. Als ich das mir die erste Szene mir sozusagen einmal angeschaut habe und dachte mir, das würde ich gerne mal let's playen. Verflucht. Nicht schon wieder. Ich hoffe, ich habe noch genügend Ersatzteile. Es hört einfach nicht auf, was? Dann wollen wir mal sehen, was mit dem Ding nicht stimmt. So, und da ich mir auch schon die Steuerungsmodalitäten angeschaut habe, werden wir uns jetzt nicht nochmal vom Tutorial erläutern lassen. Er frisst die Schädlinge im Holz. Leider nicht schnell genug. Im Sommer hat Meta oft allein unter dem Baum gesessen und gelesen. Schade, dass ich ihn fällen muss. Der Winter wird kalt. Schauen uns hier erstmal alles ein bisschen an. Mein Frogger. Die ist zu. Ja, dann würde ich sagen, machen wir sie doch mal auf. Die ist offen. Ja, ruhig. Aha. Da haben wir ja das Problem. Der Keilriemen ist gerissen. Wo finde ich denn jetzt einen Ersatz? Tja, ich würde sagen... Der ist hinüber.
Nehmen wir ihn doch einfach mal raus. Vielleicht lässt er sich noch reparieren. Genau, probieren wir mal. Es scheint zu klemmen. Das erklärt auch den kaputten Riemen. Scheint in Ordnung zu sein. Und die Schraube? Die Schraube ist schon seit längerem locker. Die lässt sich auch nicht mehr richtig reindrehen. Dann können wir die entfernen. Die ist für nichts mehr zu gebrauchen. Weg damit. Alles klar. Ja, viel mehr scheint es hier schon nicht mehr zu machen zu möglich zu sein. Wenn ich ihn nicht flicken kann, dann brauche ich dringend einen Ersatz. Probieren wir doch erstmal zu flicken. Ich weiß nicht, ob man das macht, aber wir können... Na? Entweder flicke ich den Riemen irgendwie, oder ich finde Ersatz. Kaputt bringt er mir hier jedenfalls nichts mehr. Eigentlich wollte ich ihn gerade mal verknoten, aber das scheint gerade nicht so. Schmarrn. Naja, ein Versuch ist es ja wert. Genau, aber bevor... Hat er gesehen, man kann auch auf den Baum klettern. Das macht mein Rücken nie im Leben mit. Das denke ich auch. So, wir gucken nochmal rein. Versuchen nochmal den Geknoteten jetzt einfach hier reinzutun. Ob das hält? Ja, sieht doch total sicher aus. Raus. Klappe zu. Und starten wir doch mal. Das war's. Der Riemen ist wieder gerissen. Es führt wohl kein Weg dran vorbei. Ich brauche einen Ersatz. Genau, dann öffnen wir doch nochmal die Klappe. Nehmen den Gummi nochmal raus, denn viel mehr scheint dieser Keilriemen da nicht zu sein. Und... Weg damit. Damit ist er jetzt ganz weg. Ist auch nicht mal, diesmal ist er auch nicht ins Inventar gekommen. Sonst gibt es hier in der Szene schon nichts mehr zu sehen. Darauf wies uns da eigentlich auch noch das Tutorial hin. Brauchen wir uns jetzt aber wie gesagt nicht mehr geben. Und jetzt starten wir mal in das richtige Abenteuer. Die Angel war ein Vorschlag von Dr. Angust. Das ist sehr meditativ, Bent. Da kommst du mal zur Ruhe. Seitdem sitze ich jeden Morgen am Ufer und glotze apathisch ins Wasser. Ich würde sagen, ich nehme auch alles mit. Nein, die Angel ist nicht die Lösung meiner Probleme. Auch wenn Dr. Angust etwas anderes behauptet. Oder versuche es. Früher sind wir jeden Sommer hergefahren. Meta hatte die Hoffnung, dass wir hier zusammen alt werden. Von diesem Traum ist nicht mehr viel übrig geblieben. Nur noch das Haus und ich. Nicht gerade die richtige Farbe für einen Sargdeckel. Bisschen deprimiert, der Junge, oder? Der Junge ist natürlich ein bisschen... So alt bin ich auch nicht, dass ich ihn als Junge einfach bezeichnen könnte. Bevor wir reingehen, möchte ich gerne mal hier unten mir noch ein paar Sachen anschauen. Ich habe Dr. Angus gesagt, dass ich Angeln unerträglich finde. Daraufhin hat sie mir die Reuse empfohlen. Ich habe schon alles versucht, aber ich kann mit diesem Ding einfach nichts anfangen. Das Boot hat auch schon einiges abgekriegt, aber noch schwimmt es. Muss ja. Naja. Ach, das gehört hier nicht heutzutage aus? Leider dazu, wenn man so nah am Wasser lebt. Also ich meine, es ist schon... Früher idyllisch. Hätte ich das noch gemacht, aber spätestens in einer Woche sieht es hier wieder genauso aus. Die reinste Sisyphos-Arbeit. Tja, dann gucken wir doch mal hier. Der Keller, Mausoleum eines gescheiterten Lebens. Und der einzige Ort, wo ich Ersatzteile für meinen Fogger finden könnte. Na, dann gehen wir doch mal rein. Tja, die ist abgeschlossen. Der Plan war wohl, alles hinter mir zu lassen. Ich hatte an dem Tag so viel getrunken, dass ich nicht einmal mehr weiß, wo ich den Schlüssel versteckt habe. Okay. Ja, aber ich denke mal, der wird dann wohl im Haus sein. Ach so, angesehen hat man uns die Tür ja schon. Das ist natürlich erstmal wichtig, bevor man sie öffnet. Und dann gehen wir mal rein. Schließen die Tür, damit wir hier alles sehen können. Hier scheint erstmal nichts zu sein. Ein Esstisch. Manchmal bekomme ich Besuch von Dr. Angust. Deswegen der zweite Stuhl. Ich mache später Pause, wenn der Fogger repariert ist. Kann man einen Kaffee trinken? Nee. Das sind Selbsthilferatgeber, die mir Dr. Angust empfohlen hat. Ich frage mich, ob sie die selbst liest, bevor sie die weiterempfiehlt. Also offensichtlich... Ich bin doch kein Schraubenzieher. Wege aus dem Workaholismus von Gunnar Larsson. Ich weiß nicht. Ein Schraubenzieher hat wenigstens einen Nutzen.
Erstmal muss man sagen, dem Mann scheint es hier nicht so gut zu gehen. Das erkennt man auch an seinem fröhlichen Gesicht, würde ich sagen. Aber schaut mal. Ich meine, es ist okay, man kann mal ein bisschen was trinken und auch mal eine Weile stehen lassen. Aber das sieht ja doch aus, als wenn das schon ein bisschen sehr lange steht. Fliege hier über dem Kaffee. Ist ein idyllisches Plätzchen. Aber er scheint doch ziemlich deprimiert zu sein und dann so ganz allein auch noch. Das macht es bestimmt nicht leicht. Gucken wir mal, was der Fernseher sagt. Im Fernsehen läuft ja nur Schwachsinn. Wem sagst naja, du? Wenigstens ist mein Kopf dann leer, wenn ich schlafen gehe. Ja. Chaos auf den Straßen von Oslo. Heute Vormittag um 11 stürmten gewaltbereite Demonstranten die Europazentrale der Internationalen Energieaufsichtsbehörde. Damit protestierten sie gegen die geplante Lizenzverlängerung von insgesamt 7 Kraftwerken des umstrittenen Energiekonzerns Indus Industries. Im Zuge der Belagerung gelang es einigen militanten Autonomen, sogar Geiseln zu nehmen. Dazu ein Sprecher der Behörde. Wir waren von Anfang an offen für einen friedfertigen Dialog, aber die momentane Lage zwingt uns leider dazu, hart durchzugreifen. Die Aktivisten müssen einsehen, dass sie mit ihren illegalen, extremistischen Aktionen keine politischen Entscheidungen erzwingen können. Wenn diese Aktion überhaupt einen Einfluss auf das Urteil hat, dann einen gegenteiligen. Während die ersten Verletzten abtransportiert werden, bereitet sich die Polizei auf eine lange Nacht vor. Eine der längsten Nächte im sonst so friedlich. Und so dreht sich die Welt auch ohne mich weiter. Scheint so. Also ich muss mal sagen, jetzt guckt er uns mal ein bisschen an. Ich bin immer ein bisschen hin und das klang jetzt gerade ja doch wie ein bisschen Zukunftsmusik. Ist ja immer noch ein aktuelles Thema. Ist ja immer noch ein aktuelles Thema, genau. Und jetzt ist die Frage, spielt es eher ein Stückchen in der Zukunft, spielt das heute oder spielt das vor in der Vergangenheit? Wenn ich mir den Fernseher selbst angucke und so weiter, dann könnte man fast meinen, das spielt ein bisschen in der Vergangenheit. Andererseits sind wir mit der Abschaltung leider noch nicht so weit von den ganzen Kraftwerken und sowas. Das heißt, könnte natürlich auch... Die Flaschen sind ja immer noch da. Wer sollte sie auch wegbringen? Damit in der Vergangenheit, in der Zukunft spielen. So, gucken wir uns mal den Kühlschrank an. Wenn ich nicht zum Essen in die Stadt fahren würde, käme ich nie unter Leute. Ein voller Kühlschrank wäre da sozialer Selbstmord. Ist das eher gut oder schlecht? Ein trauriger Anblick. Okay, Küchenschrank. Darin ist nur das Notwendigste. Oh, Öl. Rapsöl. Bis vor wenigen Jahren hat es nur als Lampenöl gelangt. Heute benutzt man es auch für den Salat. Und um die schlechte Energiebilanz von Biotreibstoffen zu belegen. Tja. Nehmen wir mal mit. Wenn man schon mal was mitnehmen kann, sollte man das natürlich auch tun. Was haben wir denn hier noch? Die Küche. Ich räume das morgen weg. Bücher. Oh, Bilder. Huch. Darf nicht aussehen. Unser Sonnenurlaub in Italien. Meta strahlt wie eh und je. Ich habe wahrscheinlich wieder nur die Rettung der Welt im Kopf. Ob wir glücklich geworden wären, wenn mir die Zukunft des Planeten egal gewesen wäre? Also er scheint so eine Art Weltverbesserer zu sein. Oder gewesen zu sein. Das hier war wohl seine Frau, Freundin, Tochter, wer auch immer. Aber von dem, was er erzählt hat, klingt es eher wie Frau, würde ich sagen. Oder Freundin. Er hat ja keinen Ring. Sie auch nicht. Also es sind ja verschiedene Hände. Theoretisch müssen in der gleichen Hand ja den Ring haben. Es tut mir leid, Meta. Am Ende habe ich uns beide geopfert. Für eine Vision, die niemanden mehr interessiert. Selbst in Italien war ich in Gedanken bei der Algenforschung. Ich sehe es an meinen Augen. Algengrün oder... Egal. Mein Gucken wir uns Team mal das andere Bild noch der an. Der Atlas 11. Wir dachten wirklich, die Zukunft der Welt ruhe auf unseren Schultern. Duwe. Jetzt guck mal nicht so, Junge. Du darfst jetzt all die Sachen machen, die deinem Vater verboten wurden. Du bekommst das schon hin. Verboten? Das ist sein Sohn. Das ist er selbst. Ich sehe müde aus, aber... auch glücklich.
er sieht ihm schon sehr ähnlich. Aber er hat ein bisschen so einen sehr, sehr bösen Blick drauf. Ne? Also jetzt im Vergleich zum Vater, ja, er guckt ja noch halbwegs aufgeschlossen und fühlt glücklich. Mach dir keine Sorgen, Lissa. Ich komme schon irgendwie zurecht. Offensichtlich kein Presseshooting. Sonst würde Barney hier ganz anders aussehen. Und Personal. Die stehen stellvertretend für das restliche Personal. Inzwischen ist das Team so groß geworden, dass weder ich noch Barney wissen, wer eigentlich alles für uns arbeitet. Ich meine, für ihn arbeitet. Also ich muss mal sagen, die sehen ja alle nie so glücklich aus. Aber hier scheint noch irgendwas versteckt zu sein hinter einer Ausbeutung. Hm? Was ist das? Da steckt doch was hinter dem Bild. Verrückt. Hm? Das sieht mir doch verdächtig nach... Na, sieh mal einer an. Da ist der Schlüssel. Hier habe ich ihn also versteckt. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ihn hier versteckt zu haben. War ich denn wirklich so betrunken? Okay. Dann haben wir jetzt den Schlüssel für das Kellergeschoss. Aber wenn wir schon mal hier drin sind, würde ich sagen, gucken wir uns auch noch ein bisschen den Rest an. Das sind die Bücher, die mir Dr. Angus ans Herz gelegt hat. Ich habe sie hier neben das Bett gelegt, um die Chance zu erhöhen, dass ich mal reinschaue. Auch nicht schlecht. Das sollte ich mal machen. Aber nicht heute. Mein Bett. Anfangs habe ich noch versucht, in Metas und meinem alten Bett zu schlafen. Dann bin ich aber nach unten in Duvis Koje umgezogen. Mein Sohn kümmert sich um mein Lebenswerk und ich schlafe in seinem Kinderbett. Harte Zeiten, wie es aussieht. Ja, sonst scheint es hier erstmal nichts zu sehen zu geben. Schon ein bisschen traurig, oder? Aber ich finde es auch schön gezeichnet. Das fand ich auch schon bei Deponia eigentlich so schön. Also einfach sehr cooler Stil gewesen, finde ich. So, dann gehen wir mal runter, gehen jetzt in den Keller. Wir haben ja immer noch nichts, womit wir den Keilriemen reparieren können. Mal schauen, ob wir dort... Die ist abgeschlossen. Der Plan war wohl alles hinter mir. Aber ich habe doch einen Schlüssel. Achso, muss ich dafür verwenden. Alles klar, macht's. Mann, wie lange war ich hier unten nicht mehr drin? Dann gehen wir mal rein. Wie ist denn hier los? Eine Abdeckung. Hier liegt mein altes Leben begraben. Dann wollen wir mal sehen. Ich schicke mal ein bisschen aus dem Weg. Tja. Gucken wir uns mal die einzelnen Sachen an. Da war mal noch mehr Laborausrüstung drin. Das meiste hat Barney wieder zur Station zurückgebracht, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme und weiterarbeite. Schaut mal hier die Spinne. Hallo. Halt. Öffne die mal. Schon coole Details. Ich würde, wenn ich sowas. Hey, selber da war ein baue, Schraubenzieher drin. Dich nehme ich doch mal mit. Eine gute Idee. Würde ich niemals auf solche Ideen kommen, solche Details einzubauen, das würde ich da an. Wie viele Sommernächte ich hier unten saß und auf Algenzellen gestarrt habe. Habe ich wirklich mal geglaubt, ich könnte die Welt verändern? Aber ich finde auch die Musik im Hintergrund schön. Ich hoffe, die ist nicht zu laut. Die Versuchung ist groß. Aber ich habe Barney und Dr. Angus versprochen, meinen Ruhestand zu genießen. Genießen, klar. Ja, wenn du für deine Arbeit gelebt hast, dann ist das wahrscheinlich gar nicht so leicht, ne? Was ist das für ein Schalter? Ah, ne, Licht ist schon besser. Hier mal eine Uhr. Ha, wie passend. Sie ist um kurz vor 12 stehen geblieben. Okay. Die Symbolik ist beunruhigend. Aber bis in alle Ewigkeit 5 vor 12 ist immer noch besser als irgendwann 5 nach 12. Ja, diese Uhr, wie nahe wir dem Weltuntergang sind. Als Meta gesehen hat, dass ich meine Akten mit in den Urlaub nehme, hat sie nur gelacht und gesagt, solange mein Büro zu Hause ist, kann ich wenigstens keine Affäre mit meiner Sekretärin anfangen. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie hätte mich mal angeschrien, anstatt mich immer bei allem zu unterstützen. Es scheint wirklich ein gemütliches... Studien zur Photosynthese, Baupläne für Gewächshäuser, chemische Daten. Ich kenne sie alle auswendig. Scheint wirklich ein gemütliches Haus zu sein. Bin ich ein bisschen neidisch? Den kleinen Schuppen habe ich für Duve und Meta gebaut. So waren mir ihre Sachen beim Arbeiten nicht im Weg. Andererseits ist natürlich die Frage, hast du dort Internet? Sind wir ehrlich, ohne,
Ohne geht nicht. Ah, Duves Fahrrad. Das alte Ding. Wie wir damit zusammen den Fjord runtergefahren sind, die Küste entlang, runter zum Meer. Die Atlas wurde damals gerade umgebaut. Und während ich auf meine neuen Aufgaben wartete, hatte ich alle Zeit, um dem Jungen ein guter Vater zu sein. Schon komisch, wie sich alles verändert. Ja. Verrückte Sache, diese Welt. Ein alter Fahrradschlauch. Den können wir doch gar nicht. Nicht ohne das entsprechende Werkzeug. Aha, wir haben ein Schraubenzieher. Mal sehen. Hallo? Mist. Ja? Ben Svensson? Das ist mein Name. Warten Sie. Ich komm schon. Na, dann erzählen Sie mal. Was schleichen Sie hier rum? Wer kommt? Sie haben mich ganz schön erschreckt. Das wollte ich nicht. Bist du Ben Svensson? Ja, schon, aber... Wer kommt denn hier mit dem Hubschrauber her? Also ich meine, gut, vielleicht ist es gar nicht so leicht, anders hierher zu kommen, ne? Aber er scheint schon ganz schön dicker Brummer zu sein. Worum geht's denn? Ich brauche deine Hilfe. Dann sind Sie hier falsch. Ich bin im Ruhestand. Es ist aber sehr, sehr wichtig. Es steht viel auf dem Spiel. Ja, gut. Aber lassen Sie mich zuerst meine Arbeit beenden. Ich lasse nur ungern Sachen unerledigt. Kennen wir uns? Ich kenne deine Arbeit. Das ist auch der Grund, warum ich dringend mit dir sprechen muss. Nichts ist so dringend, als dass man sich nicht vorher anmelden könnte. Ist das etwa Ihr Hubschrauber da drüben? Er gehört einem Freund, glaube ich. Ich muss mal sagen, die Proportionen des Körpers sind schon ein bisschen komisch. Also es wirkt zumindest bei ihr ein bisschen seltsam, so gar so lang gezogen. Dennoch nicht uninteressant, ähnlich wie bei Goal. Netter Aufzug. Kommen Sie vom Militär? Nein, ich bin von einer anderen Organisation. Okay. Warten Sie bitte einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Aber... Je schneller Sie mich an die Arbeit lassen, umso schneller habe ich Zeit für Sie. Ah, immerhin, das mit dem Fahrradschlauch scheint funktioniert zu haben. Ich gehe jetzt mal hier hoch und probiere mal den Fahrradschlauch einfach in den Fogger zu schmeißen und ihn dann nochmal anzuwerfen. So. Ein alter Fahrradschlauch. Ja, weiß ich doch. Mist, zu lang. Tja. Kürzen lässt er sich wohl nicht. Ah, wir haben ja noch dieses Loch. Da war die Schraube drin. Da. Die Arbeit ja. Jetzt wie ein. Ach, muss ich mich noch ein bisschen angewöhnen, die Steuerung. Passt. Hui. Ja. So, genau das war gewollt, ja. Und jetzt können wir das Ding doch bestimmt starten. Was ist denn jetzt? Eines der Laufräder scheint zu blockieren. Ach, das stimmt. Erklärt auch, warum der alte Riemen gerissen ist. Stimmt. Da war ja was. Dann probieren wir mit dem Pflanzenöl. Na. Das ist ja total verrostet. So, das müsste funktionieren. Hier ein bisschen Schwung in die Sache zu bringen. So. Und nochmal. So, jetzt aber. Bin mir nicht so sicher, ob der Schraubenzieher erhalten wird. Ah, verdammt! Jemand muss die Klappe festhalten, sonst springt der blöde Schraubenzieher wieder raus. Ah. Ja, dann mach doch mal zu. Jemand muss die Klappe festhalten. Verstehe. Jemand, ich habe da so eine Vermutung, wer dieser jemand sein könnte. Gehen wir mal zur fremden Frau. Sehen Sie uns erstmal. Oh, wartet mal. Wir können uns erstmal hier den Hubschrauber ansehen. Ist das eine Satellitenschüssel? Seltsames Ding. Satellitenschüssel am Hubschrauber. Was auch immer da drin sein sollte, es geht mich nichts an. Weißt du doch gar nicht. Sie wollte dich doch sowieso mitnehmen.
Sie sieht verstört aus. Außerdem trägt sie diese merkwürdige Uniform. Wer ist sie? Was will sie von mir? Warten Sie einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Erst ansprechen und dann bleiben. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Ist das wirklich wichtig? Ich habe nicht so viel Zeit. Wenn Sie wollen, dass ich Ihnen helfe. Ja, ja, schon gut. Was muss ich tun? Kommen Sie einfach mit nach oben. Vor allen Dingen, wenn Ihre Sache so wichtig ist, warum erzählt sie da wären wir. Was ist das für eine Maschine? Der Fogger sorgt dafür, dass das Holz bis zum Winter gesund bleibt. So, ich brauche Sie jetzt hier vorne. Sie müssen die Klappe darunter drücken, während ich den Schalter hinten bediene. Meinen Sie, Sie kriegen das hin? Na klar, von mir aus kann's losgehen. Na dann. So, dann starten wir doch endlich mal den Fogger. Was ist eigentlich ein Fogger? Eine Nebelmaschine? Hey! Was? Stopp! Aufhören! Der arme Vogel. Beruhigen Sie sich doch. Das gehört so. Clam down. Bist du verrückt? Schalt sofort die Maschine ab! Oh. Naja, das kommt leider vor. Aber wenn man die Schädlinge loswerden will, gibt es keine Alternative. Und das Holz brauche ich zum Heizen. Ich glaube, die findet das nicht so cool. Ihr seid so dumm. Ist ja auch nicht schön. Na super. Besuch von Madame Hypersensibel. Meine Güte, was ist denn los? Also ja, es ist nicht okay, ne? Man hätte einen Vogel vorher verscheuchen können, wenn man weiß, dass sowas passieren kann. Und nun man den Vogel Sie ja schon doch. Mal gesehen hat. Warten? Ist das etwa eure Standardantwort auf alle Probleme? Hä? Okay, gehen wir mal nochmal zu ihr. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge sprechen wir sie dann auch an. Das reicht erstmal wieder für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich habe euch vielleicht ein bisschen neugierig auf dieses Spiel gemacht, A New Beginning. Von Dedelic, der Final Cut. Und ich muss sagen, ich finde es bis jetzt sehr cool. Aber ich mag auch solche Adventures. Finde ich, ist eine super Sache. Und es ist immer wieder mal spannend, ein bisschen den eigenen Verstand zu kitzeln, um die richtigen Lösungen zu finden bei solchen kleinen Mini-Rätseln. Wobei ja bis jetzt noch nichts großartig war. Bis jetzt löste sich ja alles von allein. Mal schauen, ob das nochmal ein bisschen komplizierter wird. Wir werden sehen. Vielleicht schon in der nächsten Folge ein komplizierteres Rätsel. Ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, noch nicht so weit gespielt. Wir sehen uns dann auf jeden Fall. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.